Aargauer Regierung mit dem Soundtrack zum Leben. Exklusiv bei Radio Argovia. Jetzt mit dem Regierungsrat Roland Progli. Es gibt ja Länder, die einfach den Hahn aufdrehen können und schon sprudelt Öl raus. Bei uns im Aargau geht das nicht. Und ich bin froh. Das sage ich nicht nur wegen dem tiefen Ölpreis. Nein, wir haben aus einer scheinbaren Not eine Tugend gemacht. Statt Tag aus, Tag ein an Hähnen zu drehen, sind die Menschen bei uns innovativ und bringen mit Hand, Herz und auch Können erstklassige Produkte auf den Markt. Ja, die Schweiz im Allgemeinen und der Kanton Aargau im Speziellen macht sich seine eigenen Schätze, sein eigenes Gold. Das gilt auch für unsere Landwirtschaft. Im April und Mai blüht wieder überall in unserem Kanton der Raps. Man könnte fast meinen, dass die gelben Rapsfelder mit der Sonne um die Wette leuchten. Und weil sich die Sonne durch Konkurrenz am Boden herausgefordert fühlt, leuchtet sie ihrerseits umso stärker zurück. Blühende Rapsfelder sind aber nicht nur ein Augenweid. Nein, Raps ist eine von vielen Erfolgsgeschichten von unserer Landwirtschaft. Bis in die 70er Jahre ist Rapsöl eigentlich nur für Lampen, Seife oder Schmiermittel für Ketten und Maschinen gebraucht worden. Dank immer besseren Züchtungen ist Rapsöl immer mehr zu einem erstklassigen Produkt verfeinert worden, wo es locker mit jedem Olivenöl aufnehmen kann. Preislich, aber auch, weil es reich an Omega-3-Fettsäuren und darum speziell gesund ist. Ich mag Rapsöl aber vor allem, weil es im Salat so einen herrlich nussigen Geschmack gibt. Nein, Gold, Öl und Diamanten, die Bodenschätze, haben wir im Aargau nicht. Dafür haben wir den Raps, das gelbe Gold auf unseren Feldern und das flüssige Gold in unseren Flaschen. Und ja, das kommt erst noch aus einheimischer Produktion. Der Regierungsrat Roland Progli, exklusiv bei Radio Argovia.